Hallo liebe Katzenfreunde, kann ein Freigänger eine glückliche Wohnungskatze werden? Im Großen und Ganzen ist die Antwort ganz klar nein, aber es gibt Ausnahmen und genau darauf möchte ich jetzt eingehen. Wenn eine Freigängerkatze gerne draußen ist, die Freiheit draußen liebt und braucht, dann wird sie als Wohnungskatze niemals glücklich werden. Das ist eigentlich die wichtigste Ansage dieses Videos überhaupt. Es gibt Ausnahmen, natürlich. Die sind aber dann der Fall, wenn die Katze diesen Freigang nicht komplett fürs Lebensglück braucht. Nur dann ist eine Ausnahme möglich. Ein ganz wichtiger Punkt ist, dass du als Mensch total wichtig bist für deine Katze. Und du als Mensch wichtiger bist als der Freigang, dann hast du eine Chance. Und auch nur dann, wenn die Katze wirklich nicht den ganzen Tag draußen unterwegs ist und streunt. Eine Katze, die unterwegs ist und die braucht das, wird niemals in Wohnungshaltung glücklich werden. Wenn du aber eine Katze hast, die immer nur so ein bisschen auf die Terrasse geht und dich als Menschen so sehr braucht, dass du genau merkst, das Wichtigste bin ich überhaupt, dann ist es möglich, dass diese Katze eine Wohnungskatze wird und trotzdem glücklich ist. Trotzdem ist mein Anliegen immer, wenn ihr einen Freigänger habt und sie das kennt, mal davon abgesehen, dass frische Luft für Katzen immer gut ist, und sich deine Situation jetzt verändert, du umziehen musst oder so, versuche etwas zu finden, wo deine Katze wieder raus kann. Und wenn sie nicht so ein mega Freigänger ist, dann zumindest ein kleiner Kompromiss von einer eingezäunten Terrasse, einem Riesenbalkon oder ähnliches, ich weiß es nicht, in der Richtung. Das sind die Ausnahmen. Also eine Ausnahme ist auch meine liebe Freundin, liebe Grüße. Die machen halb Teneriffa, halb Deutschland. Da ist die Katze hier auf Teneriffa draußen Freigänger. Aber die Katze klebt an Frauchen. Die Katze liebt ihr Frauchen. Und darum geht das gut, dass sie die andere Hälfte, wo sie in Deutschland sind, mit der Katze fliegen, weil sie das gewohnt ist. Und diese Katze in Deutschland Wohnungskatze ist. Das Frauchen ist ja da. Das ist eine extreme Ausnahme und die lege ich niemandem ans Herz als Lösung. Aber es zeigt, dass durchaus vieles möglich ist. Also je mehr deine Katzen einfach nur dich braucht, umso mehr sind solche Geschichten möglich. Sonst wirklich ein Freigänger, der Strömer, der unterwegs ist, der muss den Freigang wieder bekommen. Es gibt jetzt auch manchmal Situationen, wo du umziehen musst, eine schnelle Notlösung finden musst und das nur vorübergehend ist. Wenn dein Freigänger eigentlich gerne viel draußen ist, aber unheimlich an dir hängt, dann kann das für diese vorübergehende Zeit von ein paar Wochen bis Monaten gut gehen. Weil er durch dich spürt, hey, das muss jetzt sein, das ist aber auch nur vorübergehend. Ich suche jetzt ein ganz tolles, endgültiges, neues Zuhause für uns beide, wo du wieder Freigang haben kannst. Dann ist so ein Übergang möglich. Ich habe eine liebe Freundin kennengelernt, die macht das so, die weiß, ihr Kater ist Freigänger und der liebt die Freiheit. Aber im Moment hat sie eine Situation, wo sie froh ist, überhaupt eine schöne Wohnmöglichkeit gefunden zu haben, wo der Kater nicht raus kann. Also dann geht sie mit ihm so ein bisschen raus, aber er darf nicht stromern gehen, also kontrolliert. Und sie sucht ein neues Zuhause. Für den Kater, aber auch für sich selber. Das sind so die Möglichkeiten. Und sonst habt das im Kopf, ein Freigänger, der gerne draußen ist, wird nicht als Wohnungskatze glücklich werden. Es gibt so diese Situation, wenn ihr eine Katze aus dem Tierheim holt, fragt, ist das ein Freigänger oder eine Wohnungskatze? Und wenn ihr erfahrt, das ist ein Freigänger und ihr habt nur die Möglichkeit einer Wohnung, nein. Ich kenne auch Geschichten, wo Frauchen umziehen musste und sie wusste, diese Katze braucht den Freigang, diese Wohnung bietet ihr aber nicht den Freigang. Und die Frauchen dachte, dann ist es für diese Katze vielleicht besser, sie kriegt den Freigang, ist aber nicht mehr bei mir. Und schon werde ich wieder sentimental. Das ist auch keine Lösung. Wenn du an deiner Katze hängst und die Katze an dir, ist das niemals die Lösung. Deine Katze wird unglücklich sein. Sie hat dann zwar den Freigang, aber dich nicht mehr. Und dann bist du unglücklich
deine Katze ist unglücklich. Versuche also wirklich eine Lösung zu finden, wo deine Katze wieder den Freigang haben kann. Und wenn das jetzt sofort nicht geht, dann okay, sag dir, okay, das ist jetzt eine Übergangslösung von, ich sag mal, maximal ein Jahr, aber wirklich maximal. Und in der ganzen Zeit suchst du etwas, wo du mit deiner Katze schön wohnen kannst und wo sie rausgehen kann. Leute, es gibt gerade im ländlichen Bereich, wo ja viel Natur ist, also ein Traum für die Katze, da gibt es eher die günstigen Wohnungen als in der Stadt. Wieder mal ein Thema, das mir ganz, ganz wichtig ist, was ich auch sehr, sehr viel mitbekomme. Und ich hoffe wie immer, dass ich da unterstützen konnte im Sinne eurer Katze, aber auch für euch selber. Also brecht euch nicht selber das Herz, dann euer Herz wird gebrochen sein, wenn ihr merkt, eure Katze ist unglücklich. Bis zum nächsten Mal. Schnurr, schnurr, miau, eure Kisten.